Herzlich willkommen, mein Name ist Jasmin. Ich freue mich wieder mit euch eine gemeinsame Yoga-Session zu machen. Heute habe ich für euch einen Mondgruß vorbereitet und für den starten wir auf dem Rücken. Bringst deine Fußflächen zusammen, lässt deine Knie nach außen fallen. Du kannst dir gerne Blöcke oder Polster unter deine Knie legen, um deine Hüfte zu unterstützen. Deine Hände legst du auf den Bauch, du kannst Daumen und Zeigefinger zusammennehmen. Atmest ein über die Nase und über den Mund aus. Lässt dein ganzes Gewicht in die Matte fallen. Wieder ein über die Nase und aus über den Mund. Ein über die Nase und aus über den Mund. Schließ deine Lippen. Und lass deine Atmung über deine Nase einfließen. Über die Nase wieder ausfließen. Wir werden die Einatmung nur halb so lang machen wie die Ausatmung. Das heißt, die Ausatmung verlängern. Das hat eine sehr entspannende Wirkung. Einatmen. Eins, zwei, drei, vier. Und aus. Zwei, drei, vier, fünf. Ein, zwei, drei, vier, aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ein, zwei, drei, vier, aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ein, zwei, drei, vier, aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, 1, 2, 3, 4, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mach in deinem Rhythmus weiter. Wenn dir 4 zu 8 zu lange ist, dann mach 3 zu 6. Und wenn dir das zu kurz ist, kannst du auch ausdehnen auf 5 zu 10 oder deine Atemlänge. Genieß die Atmung. Und merk, wie dein ganzer Körper sich, dein ganzes System sich ein bisschen mehr entspannt. Man nennt sie auch Anti-Stress-Atmung. Noch 2 Runden für dich. Wenn die zweite Runde vorbei ist, nimmst du deine Knie, vielleicht kannst du sie ein bisschen nach oben stellen, aufstellen, um der Hüfte ein bisschen Raum zu schenken und spürst nochmal in deinen Unterbauch hin und verbindest dich mit der kreativen Kraft in dir. Das zweite Chakra, Sakralzentrum genannt, ist auch das Energiezentrum, das uns mit unserer kreativen Kraft verbindet. Spür hin, was unterstützt dich, vollkommen in deine kreative Kraft einzutauchen. Wie fühlt sich's an, wenn du vollkommen in deiner Schöpferkraft bist? Was würdest du tun? Was würdest du machen? Würdest du malen? Würdest du neue Projekte erschaffen? Und dann nimmst du nochmal einen Atemzug über die Nase ein, über den Mund aus. Nimmst die Knie zu dir heran, schenkst dir eine Umarmung und wanderst dann von hier in kleine Kreise. Beginnst deine Beine zu kreisen, einatmend von dir weg, ausatmend zu dir heran. Einatmend wieder weg. Und zu dir heran. Dann wechseln wir die Richtung. Wichtig, dass du immer mit deiner Atmung gehst. Dann strecken wir das linke Bein aus und nehmen das rechte heran, strecken das Bein zur Decke, verkreuzen unsere Finger, ziehen gerne unseren Zeigefinger wieder weg von uns, strecken den aus und mit der Ausatmung
wanderst du mit den Armen rechts von deinem Bein vorbei. Einatmen, streckst die Arme über Kopf, ziehst das Bein wieder nach oben. Ausatmen, andere Seite. Und wieder ausatmen. Zieh die Bauchdecke nach innen. Und wieder nach vorne. Das ist auch Mudra. Kali Mudra steht für Transformation. Wenn wir unser Nabelzentrum, das ist Mitte der Bauch- oder Plexuschakra, aktivieren, kannst du dich auch gerne mit einer transformierenden Kraft verbinden. Irgendetwas. Oder sagst, oh ja, das möchtest du jetzt verändern. Das dich in deinem kreativen Prozess wieder unterstützt. Super, noch einmal auf jeder Seite. Und dann von hier nimmst du die Knie zur Brust, schenkst dir eine liebevolle Umarmung. Kannst den Kopf auch entspannen und beginnst dann langsam entlang der Wirbelsäule nach vorn zurück dich zu bewegen. Eine super Massage für deinen Rücken. So, deine eigene Faszienrolle kannst du jetzt sein. Und dann wandern von hier nach vor und wandern in eine Vierfußposition. Wir beginnen, unser Becken zu kreisen, lassen die Kreise bis zum Kopf wandern, Hände unter den Schultern, Knie unter der Hüfte. Verbinde dich mit dem Hier und Jetzt, mit dem Fluss des Lebens und dann wechsel die Richtung. Wunderbar. Und dann kommst du in den abschauenden Hund, rollst die Schultern auseinander, schiebst das Becken weit nach hinten, kommst in das verkehrte V. Locker mal den Kopf, locker mal die Füße. Wir machen noch kleine Wellenbewegungen. Mit der Einatmung schiebst du das Gewicht auf die Zehen, bringst die Knie fast zu Boden, schiebst dich dann wieder nach hinten. Fünfmal. Dann kommst du wieder in das verkehrte V zurück und wanderst mit den Füßen zu den Händen nach vor, bringst Länge in die Wirbelsäule, ausatmen, lässt dich hängen, winkelst die Knie ab, lass den ganzen Oberkörper mal hängen. Und dann rollst du Wirbel für Wirbel, kann ruhig ganz langsam sein, hoch, Kopf als allerletztes. Kommen jetzt an den Beginn unserer Matte. Genau, könnt gerne auf der linken Seite beginnen für den Mondgruß. Vielleicht kennst du den Mondgruß anders. Ich zeige euch jetzt mal meine Variante. Spür deine Füße wieder geerdet, roll die Schultern weit nach hinten. Spür deine Körpermitte, gerne den Beckenboden wieder mitnehmen, Mula Bandha. Und mit der Einatmung ziehen wir die Arme weit nach oben, entspann die Schultern. Ausatmend, wander nach links. Drück die Füße gut in den Boden. Einatmen, komm zur Mitte. Ausatmend nach rechts. Einatmen, komm zur Mitte. Aus. Steig nach rechts. Die Zehen schauen leicht nach außen. Zieh dich weit nach unten. Setz dich tief. Knie zieh nach außen. Einatmend. Zieh hoch. Ausatmen. Linker Fuß dreht, rechter Fuß dreht. Rechter Arm zieht nach vorne. Zieh dich weit nach vorne. Komm in dein Dreieck. Trikonasana. Rechter Fuß drückt in den Boden. Schieb das linke Becken nach vorne. Ausatmend, linke Hand kommt zu Boden, linkes Knie kommt zu Boden. Einatmend, zieh dich hoch, Arme über Kopf, drück die Handflächen aufeinander, schieb die Hände weit nach hinten, zieh die Ellbogen weit zur Decke, Bauchdecke nach innen. Ausatmen, Hände an die Innenseite des Fußes. Stell dich hier. Wenn du auf der Ferse sein kannst, komm auf die Ferse, sonst stellst du dich auf deine Zehen. Winkel das Bein ab, falls du hier hyperflexibel bist. Sonst drück in die Ferse hinein. Gerne Hände vor der Brust oder auf dem Boden. Komm zur Mitte. Malasana, Yogi Squat. Finde dein Lächeln. Wander zur anderen Seite. Wir strecken jetzt das rechte Bein aus. Entweder wieder auf den Zehen oder auf die Ferse. Mach einen langen Rücken. Dreh dich nach links. Ausatmen.
Einatmen, zieh die Arme über Kopf, Handflächen drücken aufeinander. Und wir ziehen die Ellbogen wieder weit nach oben, Bauchdecke zieht nach innen. Ausatmend, bringen die linke Hand an die Innenseite des Beines, rechter Fuß dreht, rechte Hand zieht nach oben, Trikonasana. Dann mit der nächsten Einatmung ziehen wir uns hoch, drehen den linken Fuß, machen uns lang und ausatmend, setz dich tief. Einatmend, komm hoch, ausatmend, steig nach rechts, Handflächen drücken aufeinander. Aus, wander nach rechts, öffne den seitlichen Körper, ein, mach dich lang. Aus, wander nach links, ein, mach dich lang. Aus, nach rechts, ein, mach dich lang. Aus, nach links, ein, mach dich lang. Aus, steig nach links, setz dich tief, öffne den Brustraum, sag ja zum Leben. Einatmen, wieder hoch, dreh den rechten Fuß, den linken Arm weit nach vorne, zieh weit vor, als würde dir jemand die Hand reichen. Linker Arm zieht nach unten, rechter Arm zieht nach oben. Ausatmend, nehmen die Hand jetzt zu Boden, nehmen das rechte Knie nach unten. Einatmen, zieh dich hoch. Leg dir was unter das Knie, wenn es unangenehm ist. Einatmend, drück die Hände aufeinander, zieh die Ellbogen wieder weit nach oben. Heb gerne den Blick leicht ab. Ausatmend, Handflächen kommen zu Boden. Dreh dich hier, winkel das rechte Bein ab, richte dich auf. Komm zur Mitte. Yogi Squat. Wander zur anderen Seite. Wieder. Hände vor der Brust oder auf dem Boden aufgestellt. Komm mit dem linken Knie zu Boden. Rechter Fuß drückt auf. Hinterer Fuß drückt auf, um das Knie zu beschützen. Einatmend. Zieh dich hoch, drück die Hände aufeinander. Ellbogen ziehen weit nach oben, Bauchdecke zieht nach innen. Ausatmend, hinterer Fuß dreht quer, linke, rechte Hand auf den rechten Unterschenkel, linker Arm zieht weit nach oben. Trikonasana. Einatmend, zieh dich hoch. Ausatmend, setz dich tief. Wieder Knie weit nach außen ziehen und yes zum Leben. Einatmend hoch und ausatmend, wir steigen nach links. Einatmen, mach dich lang. Ausatmend, wander nach links. Einatmen, mach dich lang. Ausatmend, nach rechts. Erste Runde geschafft. Wir starten gleich, machen gleich weiter. Einatmen, zieh die Arme hoch. Ausatmend. Einatmen, hoch. Ausatmen, nach rechts. Wir bauen jetzt ein bisschen auf. Steig nach rechts. Ausatmen, wir gehen zweimal tief. Einatmen, hoch. Schau, wo deine Aufmerksamkeit ist. Ausatmen, setz dich tief. Einatmen, hoch. Rechter Fuß dreht, rechter Arm zieht weit nach vor. Rechte Hand an die Innenseite des Beines, linker Arm zieht hoch. Ausatmend, linke Hand zu Boden. Rechtes Knie zu Boden. Einatmen, zieh hoch. Drück die Handflächen aufeinander. Zieh die Ellbogen weit nach oben. Bauchdecke nach innen. Stell den Fuß auf. Achtung, einatmen, heb dich hoch. Ausatmen, zieh dich vor, bring das Gewicht auf deinen rechten Fuß, gerne wieder Kali Mudra, zieh das linke Bein hoch, finde deine Balance hier. Ausatmen, setz ab, zieh die Arme wieder nach oben, Ellbogen weit nach unten, setz dich tief. Nimm die Hände an die Innenseite. Winkel das linke Bein gerne ein bisschen wieder ab, Hände vor der Brust oder auf dem Boden aufgestellt. Finde dein inneres Lächeln. Komm zur Mitte zurück und lass es nach außen, vor allem auch. Komm, Malasana. Wander nach links, streck das rechte Bein. Ausatmen, dreh dich. Hinteres Knie kommt zu Boden. Einatmen, zieh die Arme weit nach oben, Handflächen drücken aufeinander. Ellbogen ziehen weit nach oben. Wunderbar. Ausatmen, stell den Fuß auf, heb dich hoch, Beckenboden hilft dir, Stabilität zu halten. Super. Aus, bring das Gewicht nach vor und bring das Gewicht auf das linke Bein, streck dich hier. Ausatmen, stell den Fuß hinten ab,
Komm wieder nach unten. Stell die linke Hand an die Innenseite ab. Hob sie, rechte Hand zieht hoch. Wieder für den Trikonasana. Einatmend. Komm hoch. Und ausatmend. Setz dich tief. Zweimal. Yes. Sag ja zum Leben. Yay. Super. Und dann von hier steigen wir nach rechts. Einatmend. Mach dich lang. Ausatmend. Wander nach rechts. Einatmen, komm zur Mitte. Ausatmen, nach links. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, nach rechts. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, nach links. Ein, wieder hoch. Aus, steig nach links. Setz dich tief. Ein, wieder hoch. Aus, wieder nach unten. Yes. Ein hoch und dann drehst du den linken Fuß, wanderst weit nach vorne, kommst zu deinem Dreieck Trikonasana. Rechter Arm zieht nach oben. Ausatmend, rechter Arm zieht nach unten. Setz das Knie, einatmend, zieh dich hoch. Handflächen aufeinander. Drück die Hände aufeinander, zieh die Ellbogen weit nach oben. Stell den hinteren Fuß auf, Beckenboden aktivieren. Komm hoch, yay! Spür die Freude in dir. Ausatmend, zieh dich weit nach vor. Heb das hintere Bein. Super. Dann stellst du langsam wieder ab. Hände kommen zu Boden. Dreh dich. Hinterer Fuß, der quer, Hände vor der Brust zusammen. Wander zur anderen Seite. Upsi. Wieder in dein Malasana und zur anderen Seite. Streck dich her. Dann drehst du dich nach rechts. Einatmen, zieh die Arme hoch. Handflächen aufeinander, Ellbogen ziehen weit nach oben. Stell den hinteren Fuß auf, heb dich hoch. Yay, super. Streck dich weit nach vorne. Bring das Gewicht aufs rechte Bein. Zieh die Bauchdecke nach innen, sodass die Hüfte auf einer Linie bleibt. Und dann ausatmen, stell wieder ab, einatmen, komm hoch und ausatmen, senk dich ab. Nimm die rechte Hand an die Innenseite, hinterer Fuß dreht, wieder für dein Trikonasana. Gerne den Blick nach oben richten und einatmen, zieh dich hoch, ausatmen, setz dich tief. Für was öffnest du dich heute? Einatmen, komm hoch, ausatmen, setz dich tief. Einatmen, komm hoch und dann steigen wir nach links. Einatmen, hoch, ausatmen, nach links. Einatmen, hoch, ausatmen, nach rechts. Wir wandern gleich weiter in die dritte Runde. Einatmen, mach dich lang, ausatmen, nach links. Einatmen, hoch, ausatmen, nach rechts. Einatmen, hoch. Ausatmen, steig nach rechts und aus, setz dich tief. Dreimal jetzt. Yay. Aus, zieh die Ellbogen weit nach unten, setz dich tief ein, komm hoch. Und nochmal, spür das, die Freude in dir. Linker Fuß dreht, rechter Fuß dreht, weit nach vor. Wir kommen zur Trikonasana. Achtung, wir bauen auf. Einatmen, zieh den rechten Arm weit nach oben. Reverse Warrior. Ziehen, dann ausatmen, den rechten Arm nach vor. Kommen auf unser rechtes Bein. Linker Fuß ist geflext. Rechte Hand kommt zu Boden. Du kannst auch gerne einen Block oder etwas nehmen, wo du dich abstützen kannst. Auch die Hand zu Boden nehmen, gerne. Ausatmen, stell wieder ab. Einatmen, zieh dich weit nach oben. Und ausatmen, bringen beide Hände zu Boden. Linkes Knie kommt zu Boden. Einatmen, zieh dich hoch. Handflächen drücken aufeinander, Ellbogen ziehen weit nach oben. Ausatmen, stell den Fuß auf, heb dich hoch. Zieh dich weit nach vor, bring das Gewicht aufs rechte Bein, linkes Bein zieht hoch. Wieder für deine dritte Kriegerin. Ausatmen, stell den Fuß ab, heb dich hoch, Ellbogen wieder weit nach oben. Und dann senken wir uns wieder ab. Super.
bringen dann das Gewicht auf unser rechtes Bein, linkes Bein gern wieder abgewinkelt, öffne den Brustraum. Komm zur Mitte zurück, Malasana. Wander dann auf die linke Seite. Streck das rechte Bein, Hände vor der Brust zusammen. Find die Freude in dir. Wunderbar. Und dann von hier drehen wir uns nach links. Rechtes Knie kommt zu Boden. Einatmen, zieh die Arme weit nach oben. Handflächen drücken aufeinander. Ellbogen ziehen wieder weit nach oben. Bauchdecke nach innen. Rechter Fuß. Stellst auf, hebst dich hoch. Yeah. Super. Ausatmend bringst du das Gewicht nach vorne. Rechter Fuß hebt dich hoch. Komm in die Balance. Falls du umfällst, kein Problem. Das Leben geht weiter. Die Balance ist sowieso jeden Tag anders. Komm wieder zurück. Setz dich ab. Nimm die linke Hand an die Innenseite. Rechter Fuß quer. Rechter Arm zieht nach oben. Einatmend. Ziehst du dich hier hoch? Reverse Warrior. Ausatmen. Zieh den linken Arm weit nach vorne. Heb das rechte Bein und komm in deinen Halbmond oder deine Halbmondin, so wie ich sie gerne nenne. Stell den Fuß wieder ab. Zieh den linken Arm wieder über Kopf. Trikonasana. Einatmen, komm hoch. Und ausatmen, setz dich tief. Dreimal. Wozu sagst du ja? Ja zu deiner kreativen Kraft. Ja zu dem Neuen, was sich entfalten darf. Yay. Super. Wunderbar. Wir steigen nach rechts. Nehmen die Hände über Kopf zusammen. Ausatmen, wandern nach rechts. Öffnen den seitlichen Körper. Einatmen, komm zur Mitte. Aus, nach links. Ein, zur Mitte. Steigen wieder nach links. Öffnen unsere Ellbogen, öffnen die Brust, ziehe die Knie nach außen. Ein, hoch, aus, yay. Ein, wieder hoch. Schenk dir ein Lächeln für den heutigen Tag. Yay, super. Und dann ziehen wir uns zu Trikonasana, ausatmend. Einatmend, zieh den linken Arm weit nach oben. Chandrasana, Halbmond. Yay! Wenn es für dich einfach ist, kannst du nach oben schauen. Ausatmen, stell den Fuß ab, nochmal. Reverse Warrior. Ausatmen, bring beide Hände zu Boden. Einatmen, zieh dich hoch, Handflächen drücken aufeinander. Ellbogen ziehen weit nach oben. Stell den hinteren Fuß auf, heb dich hoch. Yay! Bring das Gewicht aufs linke Bein mit der Ausatmung. Mach dich lang. Stell wieder ab. Setz dich tief. Bring deine Hände an die Innenseite. Dreh den Fuß und winkel das rechte Bein ab. Komm zur Mitte. Malasana. Wander nach rechts. Bring deine Hände wieder zusammen oder auf den Boden. Dreh dich jetzt nach rechts. Super. Einatmend. Ziehen wir die Arme hoch. Drück die Handflächen aufeinander, Ellbogen wieder nach oben. Merk, wie dein Schulterbereich hier gestärkt wird. Ein, heb dich hoch. Yay, bring das Gewicht aufs rechte Bein, zieh das linke in die Länge. Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. Ausatmend, stell ab. Bring die rechte Hand an die Innenseite, hinterer Fuß dreht. Führ dein Trikonasana, schau zur Decke. Ah, find einen Trishti, immer einen Blick, den du, einen Fokuspunkt, der sich nicht bewegt. Einatmend, zieh den rechten Arm weit nach oben. Ausatmend, wander weit nach vorne, bring das Gewicht aufs rechte Bein, Chandrasana. Linker Fuß ist geflext, yay! Ausatmend, stell den Fuß ab, komm nochmal hoch, reverse. Und aus, deinen Trikonasana. Einatmend, komm hoch. Ausatmend, setz dich tief. Yes, letzten dreimal, yay. Wozu sagst du ja im Leben? Yay. Was ist das, was deine kreative Kraft unterstützt? Yay. Wie kannst du noch mehr im Jetzt sein, im Moment?
Yay! Und dann stellen wir uns nach links. Heben die Arme, einatmend, ausatmend, wandern nach links. Ein, komm zur Mitte, aus nach rechts. Super. Nimm die Hände vor der Brust zusammen und spüre einen Moment. Mal nach, die Auswirkungen vom Mond groß. Super. Wandern wir. An den Beginn der Matte ziehen die Arme einatmend weit nach oben. Ausatmend, komm in die Vorbeuge. Ein, bring Länge in die Wirbelsäule. Setz die Hände, steig nach hinten, komm in eine Brettposition. Senk dich ab, entweder in einem oder die Knie zu Boden nehmen. Öffne dich für die Kobra, also den aufschauenden Hund oder die Kobra. Und dann wandern wir in den abschauenden Hund. Steigen oder springen nach vor und kommen in die Rippenlage. Wunderbar. Nimmst deinen Moment hier, spürst mal kurz nach. Nimm deine Kette an und schenk dir eine liebevolle Umarmung. Bedank dich bei dir selbst für deine Praxis. Bedank dich bei dir selbst für dein Sein. Wenn du magst, kannst du jetzt noch eine Umkehrhaltung machen. Du kannst in deine Kerze kommen oder in deinen Kopfstand, natürlich nur, wenn das in deiner Praxis ist, oder einfach die Beine zur Decke ausstrecken. Auch das Blut aus den Füßen rausfließen lassen, wieder zurück zum Herzen wandern lassen. Entweder hier oder du nimmst die Beine über Kopf, streckst dich hier hoch für deine Kerze. Du findest deine Variante. Und schau, dass dein Atem hier fließt, weil wenn dein Atem schneller wird, dann ist die Bewegung vielleicht zu viel für dich. Super. Dann langsam kommst du wieder raus, drückst die Hände auf den Boden, rollst Wirbel für Wirbel ab, öffnest dann deine Arme zur Seite und lass die Knie von rechts nach links fallen. Ausatmen nach rechts, einatmen zur Mitte. Ausatmen nach links, einatmen zur Mitte, ausatmen nach rechts, einatmen zur Mitte, ausatmen nach links, einatmen zur Mitte. Du kannst deine Augen schließen und nach innen gehen. Dann stellen wir unsere Füße. Also unser linkes Bein strecken wir aus, unser rechtes nehmen wir heran. Bringen das Knie zur Brust, stell dann den linken, rechten Fuß am linken Oberschenkel ab und zieh das Knie nach links. Schau über die rechte Schulter, gerne mit geschlossenen Augen. Genieß die Drehbewegung. Du kannst hier auch gerne Klarheit wieder durch dich durchfließen lassen, dass sie unsere Drehbewegungen schenken. Dann kommst du einatmen zur Mitte zurück, streckst das Bein aus und wieder das nächste mit der Ausatmung herannehmen. Bring das den linken Fuß am rechten Oberschenkel und wander nach rechts. Und dann schaust du über die linke Seite, die Schulter bleibt so gut wie es geht am Boden. Merk, wie deine Atmung sich ein bisschen verlangsamt, du dich hier genießt. Die Zeit mit dir einfach mal so richtig genießen kannst. Und dann kommst du wieder zur Mitte zurück. Nimmst beide Beine ran. Noch eine Umarmung. Man kann sich nie oft genug umarmen. Dankbar sein für dich. Dankbar sein, sei dankbar für deine Praxis. Für jedes Mal, wo du dir Zeit für dich schenkst, mit dir schenkst. Und dann streckst du deine Beine aus und kommst noch für einen Moment in dein Shavasana, die Arme seitlich aufgelegt.
Atme ein über die Nase, über den Mund aus. Ein über die Nase, über den Mund aus. Mit jedem Mal ausatmen über den Mund, lässt du deinen Körper ein bisschen mehr in die Matte wandern. Lässt Anspannung los. Befreist dich von Sorgen. Es gibt jetzt nichts außer diesem Moment des Seins hier im Jetzt. Ich bin strahlend, wundervoll und stark. Ich genieße ein gesundes und leidenschaftliches Leben. Ich stehe zu meinen Gefühlen und ich bin im Vertrauen und ich bin verbunden mit meiner kreativen Kraft und im Vertrauen zum Leben. Ganz langsam bewegst du deine Füße, bewegst du deine Hände, fangst wieder an, im Körper anzukommen, streckst dich mal ganz lang und dann nimmst du deine Hände nochmal auf den Unterbauch, gern die Füße mattenweit aufstellen, die Knie zusammen, verbindest dich nochmal mit deiner kreativen Kraft, mit dem Vertrauen zum Leben. Und mit dem Gefühl, was wir am Anfang der Stunde eingeladen haben, diese erhöhte Emotion, was du dir kreieren möchtest. Spür dich hinein, sei dankbar dafür. Und dann nimmst du deine Hände vor deinem dritten Auge zusammen. Namaste. Vielen Dank für die gemeinsame Praxis.